Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden Sie in No Man's Sky. Wenn ihr Spaß habt und nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. In der letzten Folge wollten wir am Ende gucken, wie viel uns die Schimmelfarm an Schimmel bringt. Das hat ja bekannterweise nicht geklappt, da das Spiel es für witzig hielt, mittendrin stehen zu bleiben. Daher werden wir das jetzt mal als erstes testen, wie viel Schimmel wir hier rausbekommen. Natürlich müssen wir jetzt wieder hier die ganzen Steine und alles mit wegmachen, weil die ja alle unten in die Ecke rollen. Aber wir sehen ja dann, wie viel Schimmel wir haben. Nur hoffen, dass jetzt an derselben Stelle nicht wieder abschmiert. Müssen wir einfach mal schauen. Weil wir hatten ja immerhin hier gut viele unkontrollierte Schimmelbälle. Und weit genug entfernt haben wir ja auch gebaut. So, wir werden das hier noch entfernen. In der Hoffnung, dass es beim nächsten Mal nicht wieder da ist, sondern nur der Schimmel. Könnt auch gerne mal sagen, wie viel bei euren Schimmelfarmen, wenn ihr denn eine habt, rumkommt. Weil das ist ja sehr unterschiedlich. Man könnte jetzt natürlich Richtung Norden oder Süden gehen, gucken, ob man noch irgendwo Schimmel findet. Aber die eine reicht uns ja hier erstmal. Ging ja darum, wie man sich das zu eigen macht. Da liegen aber echt sehr viele Steine. So, alles befreien, dann können wir besser den Schimmel nächstes Mal sammeln. Und wenn wir jetzt zum Beispiel zur Raumstation uns teleportieren und wieder zurück, ist der Schimmel wieder da. Wir müssen nur hoffen, dass die Steine alle wegbleiben. Weil es wäre sehr ärgerlich. Man sieht dann nämlich so schlecht, ob man alle Schimmelbälle erwischt hat oder nicht. Haben wir da jetzt alles? Hier ist noch was. So, was mit dem da? Okay, den konnten wir auch sammeln. Da ist noch einer. Jetzt sieht es soweit gut aus. Dann gucken wir jetzt mal, wie viel Schimmel uns das gebracht hat. Krass, gar kein. Ah, er hat das mit ins Raumschiff gepackt. Die haben wir vom letzten Versuch, als es abgestürzt ist, bekommen. Also haben wir so 10.000 bekommen. Ist doch nicht schlecht. Kann man dann in seine Raffinerie tun. Zeige euch das kurz. Also wir können die persönliche nehmen oder wenn wir auf dem Planeten eine stehen haben. Und dann gibt das jetzt, das dauert sehr lange, aber gibt das uns Naniten. 1999 Stück bekommen wir aus 10.000. Also aus 9.999. Ist immer 5 zu 1. Haben wir hier noch ein paar Geoden bekommen. So. Das Ei ist voll am Nerven. Keine Lust, das auszubrüten. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die haben wir ja nur nebenbei kurz gebaut. Dann gehen wir jetzt einmal speichern. So, und dann gucken wir jetzt bei den Missionen. Da können wir zum Wissenschaftler zurückkehren. Waffenfabrik zerstören.
Kehre zum Aufsetzer. Gut, dann müssen wir jetzt das machen, dann haben wir drei Stück, die wir abgeben können. Wo ist das? In einem anderen System. Ah, die Tür ging ja spät auf. So, ich weiß jetzt gar nicht, haben wir uns die Raumstation hier schon geholt? Dann fliegen wir einfach kurz einmal zu der Raumstation, steigen aus, wieder ein. Und dann werden wir auf der Galaxiekarte gucken, in welches System wir springen müssen. Damit wir die Mission machen können. Das sollen wir ja. Was sollen wir da machen? Fabrik zerstören. Müssten wir eigentlich je nach. Ah ne, ist ja kein Depot. Ja, ne, müssen wir. Also wir könnten die Tür auch mit unserem Schiff zerschießen, aber wir können auch einfach aussteigen, hingehen und sie zerschießen. Also ist jetzt egal, wie wir das machen. Also umbenannt haben wir das Gebiet schon, das ist auch schon mal gut. So. Dann können wir jetzt direkt weiter die Mission erledigen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Aktuelle Mission, oh Gott, die ist ja weit weg. Also da in dem System soll die sein. Ja, der Grüne geht dann so. Ja. Wenn wir da jetzt einmal hinspringen. Und bald werden wir dann auch die Atlas-Mission mal komplett machen. Und zusehen wegen dem lebenden Schiff. Ach nee. Was denn das für ein Frachter? Aber unserer ist ja eigentlich schon schön. Und der größte, den es gibt. Ah, das hier ist nur so ein ganz kurzer. Dann kann der uns aber trotzdem eine Belohnung geben für nichts machen. Weil die Belohnung nehmen wir ja schon gerne. So sind wir ja nicht. Können wir uns ja ruhig geben. Wir haben ja so getan, als würden wir auf den einen Piraten schießen. So. Zahlung. Danke. Hat uns gleich auch Ansehen verbessert. Ist das? Ach, wäre eh nur ein C-Frachter. Und viel zu kurz, also. Er hat zwar eine schicke Farbe, aber. Das ist dann aber auch schon alles. So, wo ist jetzt die Mission? Zerstör die Waffenfabrik da unten. So, wo denn? Da. Ein felsiger Planet. Auf dem waren wir bestimmt auch schon. So, ungefährer Standort scannen, gibt da ist das Gebäude. Gucken, sehen wir die Tür von hier? Ich weiß aber nicht, auf welcher Seite die ist. Könnte auf der Seite sein. Ach, ist doch offen.
So. Einfach reingehen. Ja, wäre super geparkt. Also Produktionsstatus 95. Die Fabrik hatte wirklich mit der Produktion illegaler Waffen zu tun, so wie es der Vaikin behauptete. Ich sollte die Produktion stilllegen und versuchen, etwas über die Systeme zu erfahren. Neuen Bauplan akzeptiert. Produktion beendet. Ich schalte die Fertigungsanlage ab und tausche dabei die Baupläne gegen etwas harmloseres aus. Die Fabrik wird fürs erste Glühbirnen produzieren. Ich nehme eine Kopie des Waffenbauplans der vorherigen Produktion, auch wenn ich ihn nicht verstehe. So, was gibt's hier? Naniten und also alles. Können wir jetzt wieder einsteigen? Aber wir können uns eigentlich auch den Punkt da hinten erstmal holen. Dann haben wir hier auch einen Sektor kartiert. Hier ist auch noch ein Tier, das wir nicht kennen. 3 von 11. Ach du. Wer will denn sowas? Da ist noch ein Vogel. Oh, das sieht doch Skin. So. Da ist noch ein Wächter. Naja. Mehr ist hier nicht. Dann können wir jetzt wieder alle 3 Aufgaben abgeben. Gut, ich habe ein bisschen sehr schlecht geparkt. Boah, da waren das ist ein perfekter Kreis. Das ist ja cool. Ein Insel-Donut. Da ist noch einer, der ist so ein bisschen versunken. Da hinten auch. Na, hier ist er witzig. So. Da hinten müssen wir hin. Ah ja, wir haben die Schimmelfarm ja gebaut, weil wir Solanium sammeln mussten. Ach Gott, wir sind unten drunter. Also die Farbe gefällt mir natürlich wesentlich besser als unsere. Aber ich habe von Frachter sammeln erstmal leicht die Schnauze voll. Außerdem ist er auch viel zu klein. So. Einmal ab nach oben. Ja. Woanders. Die haben wir ja neulich hier irgendwo hingesetzt, die ganzen Techniker. Er hat die Fenster beibehalten. Es sind nicht wieder Gänge geworden. Das war schon mal gut. So, einmal abgeben. So. Jetzt können wir andere Mission aktivieren. So. Die da. Also immer erst aktivieren, sonst geht das ja mit dem Abgeben nicht. Ah, jetzt will der schon wieder irgendwas. Ha, okay. Und dann hier, oh, nee. Konnten wir ja auch noch eine abgeben.
Mit dem Solanium. Dann kriegen wir doch jetzt das Terminal für diese Blumen, oder nicht? Landwirtschaftsterminal. Jetzt brauchen wir einen Farmer. Schaltblock für die Erstellung eines Bauplans. Oh, haben wir doch schon. Gut, was will er jetzt? Schaltplatten. Eine Schaltplatte. Was meint er mit Schaltplatte? Ah, da. Wo ist denn jetzt? Gott, was ist denn jetzt passiert? Da. Jetzt kurz warten. Bis also aktualisiert hat. Ah, jetzt sollen wir das Terminal erst bauen. Okay. Können wir das hier bauen? Landwirtschaftsspezialistenraum. Das wird das ja wohl sein, oder? Aber das müsste ja dann oben zu den Blumen. Ah, jetzt doch zum Aufseher, oder was? Also die Aufgaben sind sich nicht so sicher, was sie von einem wollen. Ah, cool. Ah, jetzt wieder ein Gravitino-Ball. Gravitino-Ball. Haben wir doch bestimmt irgendwo einen rumliegen. Ein Gravitino-Ball. Da. So. Aktualisiere dich. Ah. Das dauert sehr lange. Weil wir können ihn leider vorher nicht, also können ihn anquatschen, bringt uns so nichts. Ah, jetzt. Weil dann sagt er, warum hast du nicht gesammelt? Ah, okay. Das ist die letzte Aufgabe. Wir können ihm jetzt immer für einen Bauplan einen Gravitino-Ball geben. Gut. Also, die Aufgaben sind fertig. Ein bisschen ärgerlich, dass die jetzt hier immer noch stehen. Weil wenn wir ihm den Gravitino-Ball geben, jetzt will er Mordit oder was? Okay, weil sonst konnte man immer den Gravitino-Ball abgeben, so oft man wollte, und hat immer einen Teil für sein Schiff bekommen. Jetzt will er Mordit. Und wie viel? Mordit sammeln. Ja, wie viel denn? Sehr genau die Aufgabe. 100, gut. Und auch hier auch irgendwo rumliegen. Haben wir ja am Anfang schon zum Glück alles gesammelt. Ich habe schon wieder keine Ahnung, wie das aussieht. Es müsste das lila Zeug sein, oder? Nee. Neum. Paraffinum.
Wir haben das doch gesammelt, oder? Ach, da. Weil zum Glück haben wir von fast allem eine Kleinigkeit dabei. Oder zumindest gesammelt. So. Mordit geben. Exo-Fahrzeugterminal. Oh ja, das muss aber da drüben hin. Das ist ja wieder so ein Ding mit einer Stufe drin, wa? Weil da ist das Exo-Fahrzeug irgendwas. Da, also ein frei. Habe ich ja nicht sonderlich gut gebaut, wa? Der hier muss ein rüber. Wie sieht denn das aus? Exo hier. Da, ja, das ist wieder so ein Raum. Muss an bestehenden Raum. Was? Hä? Warum denn? Also da bei dem Bildschirm steht der Typ. So sind zwei Reifen vorne. So einer, aber wie rum steht der? Stimmt so, oder? Gucken. Welche Farbe hat man hier? Oh Gott. Das hier? Oh. Ein bisschen ärgerlich. Ich hätte nämlich eigentlich irgendwie gern wie drüben einen Raum dazwischen gelassen, aber wir haben keinen Exo-Fahrzeugtechniker. Aha, gibt viel mehr Räume, als ich gedacht habe. So. Aber wir müssen ja immer noch den bauen. Aber hier unten stehen zwar die Angestellten, aber die Blumen sind halt oben. Dann sollten wir eigentlich den Typi, der sich mit Pflanzen beschäftigt, auch zu den Pflanzen bringen. Will ich jetzt sagen. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt hier irgendwie noch Platz? Oh, das ist ja. Warte mal, nach da können wir nicht bauen, ne? Nope. Schade. Ja, Wenn wir jetzt da hinsetzen würden. Ah, oder warte mal, wir könnten den. Was ist denn der Raum da? Warte mal, welcher Raum ist denn das? Also der geht da bestimmt von hier. Na, bis genau zum Teleporter. Warte, wir setzen. Habe ich ja jetzt gar nicht mit gerechnet. So. Jetzt kommt da erstmal der Raum hin. So. Dann fällt mir ein, wir löschen den wieder. Und versetzen den. Ich befinde mich in dem Raum. Ja, nee, ist klar. Ein nach da. So. Dann kann der hier in G angepasst. Was war denn das? Das hier, ne? Ja, super. Warum steht der denn jetzt? So vielleicht? Hä? Oh Gott, der hat eine andere Farbe. Was habe ich da denn verbockt? Was ist die Farbe? Ah. So. Der steht doch dann so rum. Ne, warte. So rum, oder? Dann können wir ihn doch von hier anquatschen. Also müssen wir einen Landwirtschaftstypi. Und ein Exo-Fahrzeug-Typi
mal organisieren wahrscheinlich. Jetzt haben wir Atlas-Sequenz übrigens 13 von 16. Das scheint von diesen Nebenmissionen zu kommen. Fleißig bei der Arbeit, ja, gut. Observatorium, Piraten jagen. Da, Basis Pharma einstellen. Exo-Fahrzeugtechniker einstellen. Liegt denn eins der Systeme bei einem dieser Missionen? So, mal gucken, wo schickt er uns hin? Kehre zum ins All. Ich möchte nur mal kurz gucken, ob man irgendwie... Ach cool, man kann ja ganz schön weit drehen. Das ist ja cool. A halten. So. Ach super, wenn A loslässt, sind wir wieder dran. Irgendwie, weil... So richtig gefallen tut mir das Rot ja echt nicht. Das ist ja noch heller. Noch heller. Das ist doch gelb und nicht orange. Oh Gott. Warum ist denn die Farbe so hell? Das ist doch im Leben kein Schwarz. Oh Gott, man müsste sich echt einen in der Farbe besorgen, die einem toll, die einem gefällt oder was. Hauptsache, das da hinten bleibt rot. Ist ja geil. Ach, ist doch scheiße schon wieder. Ach ja, nee, wollen wir nicht speichern, ey. Ach, scheiße. Habe ich jetzt das Falsche gedrückt? Nee, gut. Ja, also, der will, dass wir ins All wollen. So. Also, wenn ihr einen Frachter euch besorgt, holt ihn euch direkt in der Farbe hin, die euch gefällt. Kann ich auf meinen eigenen Frachter schießen? Was ist denn jetzt? Ich habe noch nicht mal geschossen und hier ticken die schon alle aus. Übrigens ist der Frachterkampf schon wieder in dem System, in dem wir gerade mit unserem Frachter sind. Ja, dass hier nichts funktioniert, ist ja schon wieder klar. Oh Gott, ich will aber nicht so einen Kinderfrachter. Außerdem ist der jetzt blau. War der nicht vorhin noch dunkler? Naja. Also wir sollen die Piraten lokalisieren, die sonst wo sein können, also meinem Ernst. Werden auch nirgends angezeigt. Das sind aber keine Piraten. Nur dieser C-Müll, ne? Also wir haben oben das Zeichen vom Waffenmeister, aber ah. Oh. Aber schieß doch drauf, ey. Meine Fresse.
Das mit dem Anvisieren klappt ja super. So, die Dreckswaffen-Dingens ist zu Ende. Wo müssen wir da hin? Observatorium. Alles in diesem System hier ist doch Betrug. Andauernd müssen wir zu diesem Planeten hier hin. Also wenn die beiden anderen Angestellten was von uns wollen, die neuen, die wir gleich holen, werden wir es einfach ignorieren. Ganz klare Sache. Eins davon wird ein Observatorium sein. So, Sektor kartieren. Knapp dran vorbei. So. Einfach mal durchklicken hier. Dauert schon wieder alles viel zu lange. Dafür sind wir jetzt hier hin, ja? Nicht deren Scheiß ernst. So, dann gucken wir jetzt, wo wir das Waffenmeister zurückkehren. So, wo wir so einkriegen. Mal schauen. Nicht in diesem System, ja, wer hätte das gedacht? Ah, ich dachte, er hat eine ganz seltsame Form. Okay, dann holen wir uns jetzt die beiden Angestellten. Aber da müssten das ja alle sein, oder nicht? Der will nicht noch mehr Räume geben. Weil eigentlich dachte ich, den Waffenmeister, den Wissenschaftler und diesen Bauplan-Gag. Und die anderen habe ich wohl leicht verdrängt. Na gut, dann sind es 5 Stationen, also... Und die Missionen geben einem jetzt auch nichts wirklich, was man sich nicht anders oder früher freischaltet. Sollte man dann wohl eher direkt am Anfang mitmachen. Wenn wir hier schon sind. Mit geringer Atmosphäre, da gibt es aber schon wieder keine Tiere, oder? Also wenn einer weiß, was diese Dateneinspeisungssequenz ist, könnte er das ruhig mal verraten. So, 6 Planeten, den haben wir gescannt. Ah, der andere ist dahinter, war ja klar. Weil uns fehlen ja noch sprudelnde. Aha. Planeten mit Dekokram. Feuchter Planet. Was gibt's da? Ausgetrocknet. Eisiger. Jetzt müssen wir da irgendwie hinter den Planeten kommen. Wir wollen den anderen nicht sehen. Da ist er. Felsiger, gut. Dann brauchen wir eigentlich nur diesen sprudelnden Eimer landen. Weil, keine Ahnung, was, ob sprudelnd auch so ein Anomalieplanet ist. Kann man ja nicht alles merken. Die heißen ja jedes Mal anders, diese Planeten. Dann holen wir uns den Angestellten und dann direkt zum nächsten System für den letzten Angestellten. Und so. Fast vergessen. Könnten wir eigentlich den Frachter, können wir den von hier umbenennen.
Ach, mit Öl geht ja schon wieder nicht. So. Bisschen ärgerlich, dass Ä, Ö und Ü nicht gehen. Was denn da? Ah, ein Holoterminus. Sprudelnd, doch, das ist ein Anomalieplanet. Hier gibt es diese Blasentiere. Warte mal, habe ich davon eins? Vorne, woanders vorhanden. Aha. Oh, und da hinten sind ganz viele rote. Vergessen, wie die Dinger heißen. Nee, so. Ein Tier nämlich, haha, siehst du? Ein Tier ist immer ein Anzeichen dafür, dass Anomalieplanet ist. So, Begleiterliste. Haben wir so eins? Ja, das hier. Nee, ich will es nicht aufgeben. Es kann mal rauskommen, das Tier. Weil wenn es in seiner Umgebung ist, also in seinem Habitat, dann kann das Ding ein Ei legen, oder nicht? Streicheln, Leckerli. So, Ei. Wo ist das Ei hin? Krass, bin ich blind. Tierischer Begleiter. Ei induzieren, warum geht das nicht? Ah. So. Was denn jetzt? Hungrig? Da legt er mal ein Ei, Alter, und dann geht's richtig ab hier, oder was hat er Hunger? So. Dann können wir den wieder wegschicken. Wie ging das? So, so. Wegschicken. So. Da ist nämlich das Tier. Naja, obwohl Tier ist ein bisschen viel verlangt von dem Ding. So. Wieder eine ganze Spezies von einem Planeten. Ja, hier können wir eigentlich meinen. Okay. Vier Planeten, genau. Hauptsache direkt bei so einem Holoterminus. Nicht mal versteckt oder so. Einfach einsammeln. Die müssten eigentlich, wenn man sich Basiscomputer hinstellt, auch jedes Mal wieder neu spawnen. Falls jemand die mal einsammeln möchte. Oder generell sammeln möchte, viele von denen. Warte mal, wenn das ein Anomalieplanet ist, dann gibt es hier auch Deko. Und nicht nur das Tier. 11 Planeten mit Deko und jeweils nur einem Tier. Ist davon noch so ein? Ha. Die scheinen ja sehr selten zu sein. Wie sieht denn das im Inventar jetzt aus? Ein Blasenballen. Ich hätte schon gern zwei oder drei, weil wenn wir es auf eine Basis stellen, dann gilt es als verbraucht im Baumenü. Wenn wir zwei haben, können wir auf zwei Basen so einstellen. Es war ja ein gelbes Fragezeichen. So viel haben wir ja schon mal gesehen. Wo laufen wir jetzt einfach mal? Ich würde sagen Süden. Weil die müssen ja auf dem Scanner auftauchen. So. Da ist einer. Oh, ey, die sind echt selten. Ja, nur der eine noch. Oh, da müssen wir aber sparsam sein, du. So. So, da.
Dann holen wir jetzt unser Schiff und holen uns den Angestellten. Ah. Ihn gerade gar nicht gesehen. So, noch schnell beide Angestellte holen. Da hinten. Hat sich das ja richtig gelohnt, hier einen neuen Angestellten zu holen. Aber nämlich direkt einen Anomalieplaneten und ein bisschen Deko. Dann fehlen ja nicht mehr Dörfer 2. Wie viele haben wir denn? Weiß gar nicht, also ich glaube. Richtig aktiv eingesammelt haben wir erst zwei verschiedene Deko-Elemente davon, glaube ich. Was hat der für einen Müll? Ja, hier will doch bestimmt gleich dieser Pflanzenheini irgendwelche Pflanzen von uns, oder nicht? Haben wir eigentlich eine Traumantenne? Ne, hören wir nicht. Oder haben wir hier eine? Ja gut, da hätten wir auch eine. Auch egal. So, lass dich einstellen, lass dich einstellen. Der da. Ja, wir wollen nicht einstellen. Cool. So. Und jetzt gönnen wir uns noch den für diese Exo-Geschichte. Da. Da. Kurz aktivieren. Sag bloß, das ist hier. Ach was, echt jetzt? Ne, das ja jetzt aber. Also, heute läuft. Dekoartikel und beide Angestellten auf derselben Raumstation. Jetzt geht's aber los hier. Der einzige Waikin, der hier sitzt und der will direkt für uns arbeiten. Ja, das ist doch cool. So. Könnten eigentlich mal, haben wir irgendeinen Kram, den wir verkaufen können? Gucken. Hier ist CD-Card. Brauchen wir gerade nicht. Die Milch, die müssen wir ins Lager packen, ganz unbedingt. So. Ferritstaub. Oh, ja, lassen wir mal lieber. Das kommt auch ins Lager. Nö, sieht nicht so aus. Cool. So, dann begeben wir uns jetzt zu unserem Frachter. Teleporter ist drüben, genau. Ah, lauf doch mal vernünftig. Ich habe das Gefühl, unsere Bauwerke sind immer leicht übertrieben groß. Aber Windstürz. Größer ist besser. Dann sieht man die Dinger wenigstens. Dann können wir bald auch ordentlich dekorieren. So, speichern. Die Farbe gefällt mir, dass die nicht draußen geht. Gut,
Dann haben wir gut was geschafft. Die Angestellten wollen jetzt besucht werden, aber wen interessiert's? Und bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und falls ihr wisst, was diese lila-rosa Einblendung soll, könntet ihr das gerne schreiben, weil das ist schon nervig. Ich denke mal, das hat mit irgendeiner Mission zu tun, aber es ist ja nie eine aktiv, die wir nicht gerade machen. Also, sonst müssen wir einfach mal abwarten. Okay, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.